So, und damit dann auch an dieser Stelle virtuell wieder ein herzliches Grüß Gott aus dem Off zu unserer Pressekonferenz nach dem Erstrunden-Pokalspiel. Ich darf die beiden Trainer am Podium begrüßen und das Prozedere aus der Liga. Das Bewährte darf auch im Pokal eingesetzt werden. Der Gast hat das erste Wort. Deswegen würde ich Sie um Ihr Fazit bitten, Herr Dimir. Ich will korrigieren, wir waren die Heimmannschaft. Okay, dann fangen wir halt an. Erstmal Kompliment an meiner Zagen. An meinen Trainerkollegen für eine sehr, sehr gute, couragierte Leistung. Habt uns das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht. Ich habe eigentlich nicht so viel zu sagen. Ja, ich oder wir im Trainerteam hätten uns gewünscht, dass wir schon mehr Dominanz und mehr Spielfreude auch auf den Platz bringen nach den letzten Wochen in der Vorbereitung, wo die Jungs einfach richtig gut gespielt haben mit hohem Tempo. Es hat heute ein bisschen so gefehlt. Weiß nicht, ob es an der Angst lag, etwas verlieren zu können. Ich habe keine Ahnung, ich habe da auch noch keine Worte dafür. Letztendlich gehen wir dann auch verdient in Rückstand, weil wir bis dahin keinen Schuss aufs Tor gebracht haben. Und ich glaube, dann mit dem Ausgleich hat man schon eine Leistungssteigerung erkennen können. Ich hätte mir gewünscht, dass wir es vielleicht dann doch noch vor Spielende dann gewinnen können. Es ist uns leider nicht gelungen, so muss man in die Verlängerung. Dann wurde es deutlich, aber auch aufgrund der Tatsache, dass eben der eine oder andere von unserem Gegner dann auch nicht mehr weiterspielen konnte. Jetzt heißt es Mund abputzen, nächste Runde erreicht, das war unser Ziel, das ist gelungen und jetzt gilt es Fokus und Konzentration auf das erste Heimspiel dann gegen Osnabrück. Euch viel Erfolg für die Runde, ja, macht echt einen guten Job, toi 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 und wünsche euch natürlich auch vielleicht dann dieses Jahr den Aufstieg in die Regionalliga. Dankeschön. Danke, Stefan Leitl. Jetzt dann jetzt die sich dran. Wohlfühlende Heimmannschaft. Okay, zunächst einmal Dankeschön. Ja, das nehmen wir natürlich gerne mit. Wir hatten heute ein Ziel. Wir wollten hier hinkommen und uns nicht verstecken. Wir hatten Fürth analysiert und wussten, dass wir gegen eine gute Zweitligamannschaft spielen. Und ich glaube auch, dass Greuther Fürth sein Ding in der zweiten Liga machen wird. Ich hoffe auch im Pokal jetzt. Ja, wer gegen uns gewinnt, soll dann am besten auch den Pokal dann holen. Wir haben sehr gut begonnen. Ja. Unsere Mannschaft hat das wirklich umgesetzt, das, was wir denen mitgegeben haben. Klar war Fürth immer wieder gefährlich, aber wir haben die Räume bespielen können. Wir konnten vieles wegverteidigen, was wir in der zweiten Halbzeit uns nochmal vorgenommen haben, weil wir gesehen haben, okay, da ist mehr drin. Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei gute Chancen, machen dann durch den Standard das 1-0, ja, meiner Meinung nach auch zu dem Zeitpunkt verdient, ja. Ist dann natürlich klar durch die individuelle Klasse, die dann Fürth dann natürlich in der Mannschaft hat, dass sie nochmal nachlegen können und dass sie nochmal die Fehler bzw. die Räume, die wir dann angeboten haben, auch bespielt haben. Ärgerlich ist es natürlich, dass man so einen Gegentreffer durch einen Standard kassiert, ja, und dass uns dann in der Verlängerung die Kraft fehlt, ja. Das ist normal und da machen wir unserer Mannschaft gar keinen Vorwurf. Weil nach dem 1-0 hatten wir eine gute Chance oder zwei halbwegs gute Chancen, das 2-0 zu machen. Ja, machen es nicht und dann führt, nochmal kommt und dann auch mal in der Verlängerung, wo wir dann wirklich nicht mehr konnten, wo wir um Zahnfleisch gegangen sind, ja, war das dann Ergebnis meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch. Ja, aber dennoch nehmen wir heute hier sehr viel mit. Ja, und da überwiegt der Stolz, den wir gegenüber unserer Mannschaft haben. Auch ich wünsche meinem Trainerkollegen und seiner Mannschaft in der nächsten Saison wirklich sehr viel Erfolg und drücke euch die Daumen, dass ihr es schafft, weil gut seid ihr. Vielen Dank. Dann kommen noch Nachfragen. Florian Jennemann von den Fürther Nachrichten fragt, ob die Auswechslung von Barry verletzungsbedingt war. Ja, nicht nur verletzungsbedingt. Ade hat nach kurzer Zeit schon ein Foulspiel gehabt mit einer gelben Karte, noch ein Foulspiel im Nachgang und da war uns dann auch das Risiko zu groß. Was hat der Mannschaft vor der Pause gefehlt? Frage 2. Ein Tor. Die nächste Frage, auch Hans Zapel musste noch vor der Pause raus. Können Sie etwas dazu sagen? Das werden wir dann intern besprechen.
wir waren einfach nicht zufrieden mit der ersten Hälfte und mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Nochmal auch an dieser Stelle, nochmal Kompliment auch an die Jungs aus Mainz sagen, die das wirklich gut gemacht haben. Trotzdem haben wir uns natürlich ein bisschen mehr an Spielfreude und Tempo erhofft. Und deswegen haben wir dann den Paul Seguin gebracht, was so nicht der Plan war, weil der noch nicht ganz fit ist und jetzt muss er doch spielen. Aber denke ich, war zu dem Zeitpunkt dann auch die richtige Maßnahme. Vorletzte Frage von Florian Jennemann. Welche Schlüsse wurden heute oder hat das heute für den Ligastart geliefert? Jetzt aktuell keine Schlüsse. Ja. Das war für uns einfach noch ein wichtiges Spiel nochmal vor dem Ligastart, das wir unbedingt gewinnen wollten. Wir haben es geschafft. Ja. Nicht so, wie wir uns das erhofft und erwünscht hatten, aber ich glaube, morgen oder übermorgen fragt auch keiner mehr danach. Abschließende Frage, abgesehen von Mergi Maffray und Paul Seguin, wie sehr ähnelte die heutige Startelf Ihrer Wunschformation? Ja, wir haben jetzt noch ein paar Trainingstage vor uns und dann werden wir auch die richtigen Jungs dann für das Spiel gegen Osnabrück aufs Feld bringen. Dann darf ich mich nochmal bei beiden Trainern für die Teilnahme an der Pressekonferenz bedanken, unseren Gästen, den heutigen Gastgebern, einen trotzdem angenehmen Nachhauseweg, der dann ein bisschen länger ist als der unsere und ein schönes Restwochenende. Tschüss. Vielen Dank. Noch mehr. Großen.